Hallo und herzlich willkommen zu einer ersten Folge von FIFA 2018 auf meinem Kanal. Es ist endlich soweit, FIFA 2018 startet auf meinem Kanal und ich hoffe, ihr freut euch drauf. Lasst doch gerne einen Daumen nach oben da, abonniert mich, falls ihr noch nicht gemacht habt, dann verpasst ihr nichts. Ja, Story-Modus würde ich jetzt vielleicht anfangen, aber ich habe schon ein bisschen mit dem Ultimate-Team angefangen und möchte mit euch etwas Besonderes machen in dieser Folge. Denn ich habe schon ein paar Aufgaben gemacht, aber da ich das Spiel über den größten Versandhändler der Welt, Amazon, müssen wir mal sagen, gekauft habe, habe ich noch ein paar Sachen dazu bekommen. Als Dankeschön vielleicht oder sonstiges. Und ja, ich weiß, am 29. kam es nicht. Wer bei Twitter mich verfolgt, der weiß, okay, ich habe es am 30. erst bekommen. Aber ich meine, der Preis war ein bisschen besser. Einen Tag warten ist mir eigentlich auch relativ egal. Und es gab dazu eben diese schönen Sachen. Und wir wollen natürlich gucken, was wir in diesen Sets haben. Und es wird spannend. Wir haben schon mal einen. Ja, es sind ja nicht nur ein Set, es sind ja auch noch ein paar andere. Und jetzt gucken wir mal, was wir alles hier übernehmen. Entweder habe ich gerade den dümmsten Fehler überhaupt gemacht oder ich weiß nicht, was passiert ist. Aber irgendwas ist gerade ein bisschen komisches passiert. Ich habe außerdem noch Y gedrückt. Vielleicht war das echt nicht gut, aber wir machen jetzt das zweite Pack aus. Und was ist da so Schönes drinne? Oh, guter Spieler. Und wir gucken mal, was da ist, so drin ist. Dass wir einfach nutzen können. Da. Oh, ein Innenverteidiger. Oh, das ist sehr gut, weil ich bräuchte einen Innenverteidiger, Stürmer, ja. Das ist alles ganz in Ordnung. Die kann ich natürlich auch gut gebrauchen, die Spieler. Innenverteidiger sehr, sehr, sehr wichtig bei mir. Ich möchte die Mannschaft ein bisschen nach, ja, wie soll ich sagen, nach der Bundesliga aufstellen. Und wir gucken uns das nächste Paket an, was wir da wohl drin haben. Oh, 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 Barcelona. Jetzt überlege ich gerade, ob ich meine Strategie vielleicht im statistischen Bereich da vielleicht ein bisschen umbaue. Guter, guter Spieler. Wow. So, zum Schluss ist natürlich noch einmal ein Cristiano Ronaldo. Als Leihspieler können wir uns natürlich organisieren. Ist ja, vielleicht könnte man den gebrauchen. Muss eigentlich nur Cristiano Ronaldo drin sein. Was anderes geht ja gar nicht. Ein Real Madrid-Spieler. Es ist Cristiano Ronaldo. Okay. Vielleicht ein bisschen zu übertrieben. Es gibt ja YouTuber, die übertreiben da schon mal ganz, ganz krass. Und natürlich so voll an meinen Verein senden. Also, hallo. Was anderes ist ja. Aber wir können uns einen anderen Leihspieler holen. Und da bin ich gespannt, welchen wir da bekommen. Ah, wer ist es? Wer ist es? Wer ist es? Und Argentinien. Banega. Ich kenne ihn nicht, tut mir leid. Vielleicht könnt ihr gerne in Kommentare reinschreiben, dass ihr ihn kennt. Es ist immer gut, so ein Spiel zu haben. Und jetzt das Jumbo Premium. Boah, jetzt bin ich gespannt. Spannung. Und? Wer wird es? Schweiz? Recht? Shaqiri. Verdammt, ich habe gerade erst einen rechten Mittelfeldspieler gekauft. Aber, na gut. Man kann immer noch damit was anfangen. Was haben wir noch so Schönes? Innenverteidiger auch sehr gut. Ja. Ja. So, Leute, ich habe jetzt erstmal alles gemacht, was ich machen kann. Geguckt, wo ich noch was verbessern kann. Und so sieht aktuell mein Team aus. Vielleicht für den einen oder anderen, ja, ich weiß nicht, wie es mit immer Chemie ist. Also man sagt ja eigentlich immer, es ist immer super, wenn die eigentlich alle harmonieren miteinander. Wertung ist 75, also 4 Sterne. Ersatzspieler sowie Reservespieler sind natürlich auch vorhanden. Cristiano Ronaldo und sonstiges. Ja, die ist ganz okay. Ich habe auch diesen Torwart behalten. Er ist besser als der andere gewesen. Innenverteidigung hätte ich gerne mit reingenommen, aber dann ist natürlich wieder die Chemie wieder nicht so ganz so gut und
Ja, ich lasse es erstmal so. Ich habe aber jetzt den einen oder anderen verkauft und vielleicht kann ich dann damit eben vielleicht mir einen besseren Innenverteidiger wie zum Beispiel Boateng, Hummels oder so kaufen. Das werde ich mir aber wahrscheinlich im Offline-Modus machen. Ich werde mir jetzt aber jetzt erstmal ja, ein Spiel reinziehen. Wir wollen doch mal sehen, wie gut diese Mannschaft ist. Denn hier ist zum Beispiel eine Aufgabe, ich möchte immer so gerne die Aufgaben zu machen. Also wäre eine Einzelspieler-Partie und das wollen wir mal machen. Einfach Partie spielen. Ja, ich bleibe natürlich so. Ja, Aufstellung, aber nein, ich möchte einfach weiter und wir gucken mal, gegen wen wir jetzt gleich spielen müssen. Es geht nun los. Ich habe, wie gesagt, auch zwei Spiele schon absolviert und habe dann schon ein bisschen Erfahrung mit dem Verein. Und, Mist. Das hätte vielleicht besser laufen können. Und schreibt doch mal gerne in die Kommentare. Story-Modus werden wir ja machen. Ich werde auch wahrscheinlich wieder das ein oder andere Duell gegen Kobi haben, wo ich vielleicht verliere oder vielleicht auch gewinne. Ich muss echt... Meine... Defensiv bin ich einfach so schlecht irgendwie. Das muss ich echt verbessern. Aber schreibt doch mal gerne in die Kommentare, habt ihr euch auch schon FIFA 18 geholt? Oder sagt ihr so, na, es gibt nämlich immer wieder welche, die dann sagen, nö, brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ich hatte jetzt FIFA 17, das reicht jetzt erstmal. Oder zum Beispiel, für was habt ihr FIFA 18 euch geholt? Und das war jetzt eigentlich ziemlich dumm, den Knopf zu drücken. Aber gut, hat ja, ist ja nichts passiert. Mann, oh Mann. Ich will doch, nein! Das sieht gut aus. Hau ab hier! Du kommst hier nicht rein! So, defensive Arbeit, hallo! So, endlich. Hallo, ey, der zieht mich doch! Das geht doch nicht! Na, Mist, jetzt muss ich mich mal langsam hier konzentrieren. Na, das ist auch noch nichts. Nein, wird es nicht. Nein, lauf! Oh, Mist! Mist! Also, wie gesagt, offensiv bin ich eigentlich gut aufgestellt. Da passt es ja ziemlich gut. Defensiv ist natürlich noch ein bisschen was offen. Da muss ich nochmal aufpassen. Wow, mein Tor ist aber hier. Ja, flinke Maus hier. Einwurf. Mal gucken, ob ich das jetzt hier schaffe. Oh. Also das erste Spiel war ja Atletico Madrid gegen Real Madrid. Und meine Güte, das war zum Test schon mal gar nicht so schlecht. Wo man gleich mit einem Freischuss von Cristiano Ronaldo anfängt. Das muss er flanken. Macht er aber nicht, oder? Oh, Moment. Oh. Nein, 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 nein. Pfui. Gar nicht so einfach. Ich glaube, ich sollte nächstes Mal lieber aufnehmen und gar nicht wissen, dass ich aufnehme, weil immer wenn ich aufnehme, lose ich hier so ein bisschen ab. Hallo? Und der Ball geht nicht rein. Ah, tja, das war's. Einen oder anderen guten Schakier. Ball spielen. Aber hier, das war, das jetzt ist. Und jetzt die oh Mist, ich wollte einen Trick machen. Das war jetzt nichts. Hallo. Oh, ganz schön schnell hier der gefährlich. Kleine. Jetzt vielleicht die Flanke. Ball kommt rein. Ja! Oh, da geht der Alter, das kann man auch nicht machen. So, so, so. Oh, Mist. Hör auf, mich da zu nerven, ey. Ich will ihn doch nur reinmachen. Das ist nichts Schlimmes. Das ist nur ein Tor für mich dann. Ich muss doch noch hier die ein oder andere geile Tagesaufgabe auch noch schaffen. Zwei Tore Differenz. Ärgerlich. Ballverlust. Und nicht wundern, warum ich das Wappen von Stoke City habe. Ich fand es am besten. Und warum FCH? Naja, ich wusste sonst keinen anderen Namen. Ich wollte vielleicht FC YouTube machen, FC Benny. Ist ein bisschen langweilig, dachte ich. Ich mach mal einfach. Hallo. Ja, könnte was draus werden, aber es wurde nichts draus. Es musste aber... Das gibt es doch nicht. Da, warte. Shaqiri ist Lauf, 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 Lauf. Lauf, 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 Lauf. Da ist die Reingabe. Oh. Oh. So, jetzt ist erstmal Pause. Steht hier noch gute Aktion. Gut, so, jetzt geht's los.
Gendner läuft. Der läuft jetzt erstmal über den Platz hier. Shaqiri. So langsam wird's gefährlich. Da ist die Flanke. Das hätte mich dann doch sehr gewundert, wenn er Mist. Hat auch nicht so wirklich geklappt. Ich dachte, man könnte vielleicht das eine oder andere besser machen, aber das war wohl nichts, Leute. Ah, Mist, dieser dumme Pasta. Der war echt dumm. Der war richtig blöd. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Gut, Monster. Ja, das ist durchaus frustrierend für die Abwehr, wenn der Gegner so diszipliniert auftritt. Wenn er das Kurzpass spielt, so. Jetzt vielleicht. Brady. Oh, der geht fast noch rein. Das war natürlich nicht gerade ganz so safe, aber es ist ja wenigstens noch gut ausgegangen. So, Ginczek. Oh Mann, ey, dass dieser scheiß Innenverteidiger da die ganze Zeit sein muss. Das nervt einfach. So, neuer Versuch. Gut gespielt. Der hat aber auch echt gute Innenverteidiger, ne? Also die Abwehrleute sind da sehr, sehr, sehr schnell. Da gab es schon die ein oder andere Mannschaft, die ich da schon mal weggeputzt habe. Aber das hier ist ein bisschen anders. Ja, das war das Problem. Das ist das Problem meiner linken Flanke, dass die nicht so ganz so gut sind und ich da unbedingt eigentlich was besser machen muss, um hoffentlich... Nein, nein, nein! Oh. Oh, das war echt das, ich sollte mich echt hier mal anstrengen, hier auch mal ein Tor zu machen. Und so. Und oh Mann, das kann doch nicht wahr sein. Der muss doch reingehen, das Ding. Oh Mann. Nein, 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 Mann. Oh Mann, ey. Ja, ich weiß, was für ein wichtiges Tor. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Ey, so ein Mist. Aber gut. Ich bin in der Aufnahme. Ich will das auch jetzt nicht irgendwie schön machen. Außerdem habe ich ja jetzt auch die ganzen Packs aufgemacht. Das war ja eigentlich das Highlight hier. Es wäre natürlich toll gewesen, wenn ich jetzt hier noch ein Spiel gewinne mit meiner Mannschaft. Aber ich sag ja, die Defensive ist bei mir echt so schlecht. Da muss ich echt nochmal ein bisschen trainieren. Nein, nein, och man, das kann doch nicht wahr sein. Oh Mann, 2-0. Leute, ich bin gerade echt so stark am Zusammenreißen. Das kann man nicht sich vorstellen. Ey, das war echt ein ganz schlechtes Spiel. Das war einer der schlechtesten Spiele, die ich überhaupt hier bei FIFA gemacht habe. Also FIFA 17, FIFA 18 jetzt das erste Mal. Und sowas von verkackt. Kack, kann man sagen. Das ist echt nicht akzeptabel. Also da muss ich echt Leistung bringen. Hab zwar ein kleines Geschenk bekommen. Wie viel? Ja, super. Gucken wir uns mal an, was wir da jetzt bekommen haben. Ein paar Verträge, die wir behalten natürlich und in den Verein stopfen, damit wir wenigstens unsere Spieler, die wir dann auch haben, auch gut ausstatten können. Aber ich würde sagen, auch wenn das eine sehr, sehr, sehr schlechte Performance von mir war, hoffe ich trotzdem, dass es euch gefallen hat. Alleine durch das Aufmachen der ganzen Packs, wo ich, glaube ich, das erste Pack komplett verschossen habe, auf die Transferliste. Mal gucken, also, ja. Ich sage nichts mehr dazu. Gerne einen Däumchen nach oben da lassen und auch gerne reinschreiben, habt ihr schon FIFA 18? Wie sieht euer Food-Team aus? Und auf Wiedersehen, ciao.